Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, es geht um die Wilhelmstraße 56 bis 59, Wohnungen wenige Meter vom Brandenburger Tor entfernt. Wir haben es hier mit dem Zusammentreffen von zwei Themen von hoher politischer und praktischer Relevanz zu tun. Es geht einerseits um bezahlbares Wohnen in der Innenstadt, was ja hier von allen politisch immer reklamiert und proklamiert wird. Und es geht auf der anderen Seite darum, ob Mieterschutzrechte nach Privatisierung gesichert werden können. Die Wohnungen wurden von der WBM privatisiert. Den Mietern wurde ein dauerhaftes Mietrecht. Entschuldigung, meine Herrschaften, können Sie bitte die Gespräche einstellen und oder rausgehen? Dankeschön. Den Mietern wurde ein dauerhaftes Mietrecht vertraglich zugesichert. Die Stadtentwicklungsverwaltung aber hat mit dem Eigentümer in einer Änderungsvereinbarung den Abriss des Gebäudes vereinbart. Was heißt das für die Mieter? Die Mieter leben und wohnen in einer unerträglichen Situation, und das seit Jahren. Ich zitiere aus einer Bewohnermail von gestern Abend. Die Eigentümer setzen die Schikanen fort, jede Woche Briefe mit diversen Forderungen. Zudem sperren die Eigentümer den Zugang zum Hof und schicken Abmahnungen an Bewohner, die sich dort aufhielten. Nun kündigten sie Schlösseraustausch an und verlangten, dass sich die Bewohner mit Personalausweis und Pass ausweisen, um den neuen Schlüssel abzuholen. Ziel ist ganz bestimmt, die Mieter in ein Gespräch über Entmietung zu verwickeln. Überall kracht es. Arbeiter sind damit beschäftigt, Massenauszug zu simulieren. Die Abrissarbeiten der leeren Wohnungen gehen unvermindert weiter. Türen, Badewannen, Toiletten, Sitze werden wild herausgeworfen, Wände werden zerstört. Und das geht nun schon sehr lange so. Der Senat hat also konkurrierendes Recht geschaffen. Beide Rechtsgüter stehen sich diametral gegenüber und sind unvereinbar. Entweder gelten die Mieterschutzrechte oder der Eigentümer darf das Gebäude abreißen, um Wohnungen im Luxussegment zu errichten. Damit Sie sehen, dass der Senat in der Verantwortung seines eigenen Tuns steht und es nicht der Hysterie der Bürgerinitiative oder meiner Person entspringt, lese ich Ihnen gern die Frage und die Antwort des Senates aus dem April vor. Frage 17. Welches Recht greift, wenn die Mieter auf ihrem vertraglich zugesicherten Wohnrecht bestehen, wo doch die Abrissgenehmigung unbefristet erteilt worden ist? Antwort des Senates. Beide Rechte bestehen parallel nebeneinander. Das ist ein krasser Vorgang mit viel Verantwortung bei der Senatsstadtentwicklungsverwaltung. Und ich verstehe ganz und gar nicht, warum der Senat und die CoA nicht alles tun, um ein eklatantes Beispiel zu verhindern, dass Mieterschutzrechte bei der Privatisierung keine Sicherheit und Verlässlichkeit für die Mieter gewährleisten. Und die Mieter sind die Leidtragenden des rechtlichen Chaos, das der Senat angerichtet hat. Und wenn der Sprecher des Senators jetzt sagt, Senstadt wird dem Entmietungsantrag des Eigentümers nicht zustimmen, dann ist es erstmal gut und ein Fortschritt, aber keinesfalls ein Durchbruch oder ein Plan, wie das Problem zu lösen ist. Und genau deshalb bringen wir heute diesen Antrag ein und fordern mit unverminderter Dringlichkeit zum Handeln auf. Und wir bitten in der folgenden Debatte, die Rednerinnen und Redner der Koalition sind da in besonderer Weise angesprochen, dem Parlament und den Mieterinnen und Mietern ihren Plan zu verraten. Weil, wenn der Eigentümer sich sein Recht auf Abriss der Wilhelmstraße 56 bis 59 einklagt, haben die Mieter gar nichts vom verbalen Rettungsbekunden der Stadtentwicklungsverwaltung. Und die Schutzrechte der Mieter, in ihren Wohnungen zu bleiben, sind dann nicht durchsetzbar. Der Senat widerspricht sich selbst und er hat den Kampf um bezahlbares Wohnen in der Innenstadt noch gar nicht gekämpft. Das muss sich ändern, weil es um sehr viel geht.